Sadele, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die hier in unserer Edenauten-Mod. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich endlich mal erbarmt. Ich habe die Seite auch noch fertig gemacht. Die Ausbuchtungen hier sind fertig für die Laternen. Der Rest muss auch noch alles auf Pflastersteine aufgewertet werden, aber das mache ich dann wieder zwischendurch. Das heißt, so langsam wird's hier, ne? Wenn wir das dann komplett auf Pflastersteinen haben und die Laternen drin sind, dann haben wir den Gang eigentlich schon fertig. Und dann können wir uns nur noch hier drum kümmern. So, ich habe da schon mal was vorbereitet in der Hobbitek hier, ne? Nämlich 90 Klebeband. Weil wir brauchen jetzt, lass mich nicht lügen, 22 Laternen. Das dauert aber ein bisschen, ne? Um nicht zu sagen, eine Viertelstunde. Das kriegen wir schon hin. So, das kommt wieder hier rein. Nein, das geht nicht rein. Das geht hier rein. Den Kaffee können wir mal mitnehmen. Und dann können wir einfach oben noch ein bisschen rumwuseln gehen. Ich glaube, wir hatten ja noch ein paar... hatten wir noch einen Schatz oder so? Nicht, dass ich wüsste, ne? Das UFO hatten wir gestern in der Folge. Wir gehen jetzt nochmal in die Wüste und holen uns noch ein bisschen Ölschiefer, weil ich glaube, hier ist leer, ne? Ein klitzekleines bisschen noch. Wir haben mal wieder nix. Ölschiefers Essig. 500 nur. Das heißt, wir können da mal hingehen. Und was ich gerade sehe, ich Experte, sollte vielleicht mal die KI wieder anmachen und den Gottmodus aus, ne? So. Das habe ich gemacht, einfach um da in Ruhe rumbuddeln zu können, dass mir keiner auf die Nerven geht. Und damit ich unendlich Ausdauer habe, ne? Weil keine Lust, die ganze Zeit zu warten. So. Super. So sieht das aus, wenn man vergisst, das Zeug auszumachen, ne? Aber haben wir schon oft genug gesagt, ich schneide sowas nicht mehr raus. Irren ist menschlich. Und seien wir ehrlich, jeder macht das, wenn es zwischendurch ist. Oh, guck mal da, ein Aninchen da unten. So, ne? Kannst ja mal direkt in die Kommentare schreiben. Wer von euch macht das auch so? Würde mich mal interessieren, ob ihr auch oft den Debug-Modus benutzt. Sprich, Gott-Modus oder... Zombie-KI ausschaltet und so weiter und so fort. Wenn man privat für sich spielt, kann man ja machen, was man will, ne? Mache ich auch oft genug. Erzählt ja zum Beispiel immer, dass ich Stellaris liebe, ja? Habe ich auch schon fast 1000 Stunden in dem Spiel. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel, weil ich halt ein absoluter Weltraum-Fan und Star Trek-Fan bin und ich da immer nur die Star Trek-Mod spiele, ja? Aber ich bin zeitgleich auch grottenschlicht in dem Spiel. Deswegen kriege ich immer nur aufs Maul, ja? Und deswegen spiele ich das auch nur für mich zum Abschalten und mache dann immer den Cheat an, dass deine Schiffe unverwundbar sind, ja? So, damit ich auch mal zu Potte komme und ein bisschen was in den kriege, außer aufs Maul zu kriegen, ne? Das ist dann zum Beispiel so die Krux bei mir bei dem Spiel, auch wenn ich es liebe, ja? So, und hier mache ich das halt auch zwischendurch, wenn ich mal wieder unten nur die Blöcke hinsetze oder die Wand weghauen muss, weil es einfach nervt, wenn dann am Laufmeter keine Ausdauer, ne? So, da kann man das mal anmachen. Wenn wir natürlich hier Folgen aufnehmen, dann bleibt alles so, wie es ist. Muss ja auch seine Richtigkeit haben. Da möchte ich das dann nicht. So, Eier. Hier vorne war jede Menge. Das ist gut. Das können wir alles einsammeln. Jawohl. So, holen wir uns ein bisschen Ölschiefer und lesen nebenher Kommentare. Da schreibt der Gustavino. Gibt es in der Edenauten-Mod am Tag auch Horden? Ich bin bei Tag 12 und hatte bisher nicht eine einzige. Nee, seit wann gibt es tagsüber Horden? Es gibt Wanderhorden, die random spawnen können. Aber so richtige Horden wie in der Hordennacht? Nö, die gibt es nur nachts, alle 7 Tage. Oder du stellst was anderes ein. So, Amadat. 1300, das ist mal wieder nicht viel hier. Da können wir... Mensch, Droni, geh doch mal weg. Ich will hier draufhauen. Steht wieder nur im Weg um das Ding, ne? Guckst du an? Komm nicht dran. Ich komm nicht dran. So. Einfach ein wenig hackeln. Wir haben schon 13 Uhr, sehe ich gerade. Aber ich habe auch den ganzen Vormittag. Kann ich dich einpacken? Gib mal her. Um den Verstaumodus zu aktivieren, leere bitte mein Inventar. Ja, ja, ja. Was für ein... Ach, der ist gar nicht weg. Dann pass auf. Hier bitte ab zum Trader. I need to be in an open area. Ja, wo sind wir denn hier, du Pfeife? Ach, das ist bestimmt, weil ich danach ausgemacht habe, ne? So, warten wir kurz. Wo bist du? Da.
Zack, zack. Wie kann ich dir behilfen? Mit Vergnügen. Bitteschön. Habe ich meine Ruhe. Kann hier Ölschiefer holen. Mann. Immer diese Drohnen, ne? Immer diese Drohnen. So, und wer das hier sieht, ich kann dir, und es noch nicht gesehen hat, so rum, ja, ich kann dir Bellride ans Herz legen. Haben wir gestern auch mit angefangen. Macht mega Spaß. So Survival im Mittelalter. Also musst selber nach und nach mit Quests Leute in dein Dorf locken, was du da aufmachst und Häuser bauen und Ressourcen sammeln und kannst auch angegriffen werden und. Mir macht's mega Spaß. Bin mal gespannt, wie es dir gefällt. Die erste Folge ist ja schon richtig gut angekommen, muss ich sagen. Aber da muss man dann schauen, ob es daran liegt, dass es neu ist und alle wissen wollen, wie das Spiel so ist. Oder ob es wirklich richtig gut ist, ne? Zweiter Kommentar heute kommt von Mamika, die schreibt, super Folge wieder. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, Mamika. Ja. Ich weiß nicht, wie viel haben wir letztes Mal geholt? Ich glaube 10.000, ne? Weißt du, was wir mal machen können? Den hier. Trink mal 3 Stück. Dann haben wir nämlich wieder 12 Minuten voll hier. Warum habe ich das nicht direkt am Anfang gemacht? Weil ich doof bin. Man kennt ihn, ne? Immer das Gleiche mit dem Typen. Hat den Kopf nur, damit er reinregnet. So, bei Gameraffe müssen wir mehr anzeigen. Das ist wieder ein langer Kommentar. Den können wir jetzt gleich lesen. Sehr schön. Also heute wieder ganz gemütlich. So, wir müssen auch nicht wieder weiter durchhetzen. Was wir gleich noch machen können, ist das nächste Auto bauen. Was noch fehlt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir alle hinkriegen, alle Autos zu bauen. Sollte die Staffel hier enden und wir haben nicht alle Autos und Fahrzeuge überhaupt hinbekommen, dann werden wir uns die einfach aus dem Kreativ nehmen und ich zeig die mal, ja. So, schon allein aufgrund der Tatsache, dass Sascha sich so viel Mühe gemacht hat. Aber ich versuche erstmal, sie wirklich selber zu bauen. Dann haben wir jetzt 6.700. Machen wir mal wieder 10.000, würde ich sagen. Kohle könnten wir auch ein bisschen gebrauchen zum Befeuern. Gucken, wann Droni wiederkommt hier. Sand. Ole. Ja, komm runter. Oh, Skeletor. Klar. Was willst du denn hier? Kommt da der Nächste? Die ist schon wieder da. Wie schnell bist du denn? Das war jetzt aber fix, ne? Wahrscheinlich, weil der Trailer nicht so weit weg ist. Fliegt bestimmt immer zu Tanja. Wetten wir. So, komm, wir machen nur die 10.000 voll fix und dann ist gut. Dann habe ich Schnauze voll. Um es ehrlich zu sagen. So. Alles klar. Wie viel haben wir? 9.000. Das passt. Kriegst ja ratz die Fatz die hier die Ressourcen. Ist echt gut. Und wie gesagt, wir brauchen den Käse. Siehst du mal, heute ganz ohne Timelapse gemacht. Den Ölschiefer sammeln. Und da haben wir ihn. Bitteschön. So, Gamer schreibt, Hallöchen Ede und alle Edenauten. Das war wieder mal eine super Folge und das UFO, da habe ich mich noch nicht reingetraut, aber nachdem ich es jetzt gesehen habe, wird es bei der nächsten Runde definitiv gelootet. Muss nur leider, bis ich da bin, 3 Kilometer fahren mit dem Rad. Habe mir eine Challenge gesetzt. Keine Fahrzeuge mit Benzin, aber so langsam wird es nervig. Aber Kit kann ich ja benutzen. Der fährt ja ohne Benzin, also E-Auto. Okay. Sollte gehen, aber dafür fehlen mir noch ein paar Ressourcen. Das heißt wohl weiter Fahrrad fahren. Aber glaube, sobald ich die Autos bauen kann, sündige ich. Liebe Grüße an dich und alle Edenauten. Du kannst ja einen Mix daraus machen, Gameraffe. Du kannst ja einen Mix daraus machen. Ja? Musst ja nicht sagen, so, keine Benzinautos benutzen. Du kannst ja sagen, so, ich stelle kein Benzin her mit der Chemiebank. Ich benutze nur das Benzin, was ich aus herumstehenden Autos abzapfen kann. Das könntest du ja machen zum Beispiel. Wäre dann eine Mischform davon, ne?
ich will da hoch. Los, lass mich hoch. Ja, das sind natürlich wieder Steine, weißt du? Mann. Weil das ist ja dann realistisch, ne? So Restbenzin aus Autos abzapfen, das kannst du ja ohne Probleme. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du dann sagst, so, ich bin hier Petrochemikant und kann mir selber Benzin herstellen, ne? Gucken wir mal. Oh nein, Geier wieder, hau ab. Geh weg. Will mal da oben auf dem Haus gucken. Auf dem Berg das Haus. Ich bin neugierig. Ja, hier steht schon wieder einer. Überall die Airdrops. Tiss! So würde ich das machen, Gameraffe. Waren wir da nicht schon? Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben. Nee, da waren wir noch nicht. Und da hinten ist die große Stadt. Das sieht auch gut aus. Lala, was ist das denn für ein Haus? Sagt mir ja gar nichts. So. Hallo? Irgendeine Holzbude. Ja genau, der erste, der drin ist, ein Metzger. Sonst niemand hier? Hallo? Hier bin ich. Wo bist du denn her? Wie kam dir so schnell hin? Da ist wieder der Kohle-Kasper hier. Na, da kommt der nächste. Bam, bam. Hallo? Hier bin ich. Da kommen sie. Was? Wir sind nicht allein, Droni. Na dann. Komm ich da hoch? Yo. Reifen, den können wir gut gebrauchen. Interessant. Fünf Schuss ist das Ding auf. Gut zu wissen, schon wieder ein Reifen. Nice. Jetzt sind wir ganz oben. Ja, Buch. Wir haben schon wieder zwei Reifen, das ist gut. Verkohltes Steak. Das könnte von mir sein. Junge, wo macht ihr denn hier Krach? Wo? Ganz unten außen oder was? Was eine Pfeife, ey. Was eine Pfeife. So. Dann können wir einfach mal über die Stadt kreisen jetzt. Geh weg. Hallo! Du blöde Kuh! Jetzt bleib ich an dir hängen. Echt jetzt? Ja. Wer kennt die nicht? Den Pirouettenhubschrauber. Ey, das musst du erstmal hinkriegen, ne? Hallo? Nö, keine Chance. Ich muss jetzt aussteigen. Ja, ja, genau. Du mich auch. Ja, wohl ein Witz. Meine Güte. Die wollen mich echt verarschen. So, Toto, darf ich jetzt? Das war ja wohl, ne? Der Pirouettenhubschrauber, ey. Oh Mann. So ist das, ne? So ist das. So, lass mich mal ein bisschen runterscrollen. Dann können wir nämlich... Alter, bitte nicht. So. Dann können wir nämlich den Kommentar von der lieben Penny lesen. Die schreibt, hallo Edun, alle Edenauten. War wieder eine sehr gute Folge. Was mir aufgefallen ist, wenn du alle Fertigkeiten in Waffen hast, brauchst du keine spezielle Munition mehr, da die Fertigkeiten im Zielen und auch Durchschlagskraft so gut sind, dass zum Beispiel auf die panzerbrechende Munition verzichtet werden kann und dadurch die Ressourcen für Baumaterial und auch Fahrzeuge verwendet werden können. Umso fortgeschrittener die Mod ist, umso schöner ist sie. Das ist doch super. Und mir ist das noch nicht aufgefallen. Da ist ja so ein Radioturm.
Gucken wir mal, ob wir irgendwelche ausgefallenen Gebäude drin sind. 17 Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da hinten ist noch Wüste. Was ist das hier? Das sieht aus wie zwei Toiletten oder so. Ah, so eine große Stadt ist es nicht. Ich würde jetzt sagen mittelgroß. Es ist keine riesengroße, aber eine mittelgroße. Wir haben keine hohen Gebäude, ne? Help us! Ne, hilf dir selbst. Hilf dir selbst, hilf dir selbst. Da ist ein höheres Gebäude. Aber ich glaube, das kenne ich auch schon. Oh, etwas höher, so. Da, 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 da. 17 Uhr, wir können mal gucken, ob wir noch hinten zu den Riesenbombern kommen und da oben drauf landen können, um zu gucken, was da los ist. Das könnten wir noch machen. Alter, guck dir erst mal an, wo die Straßen hier langlaufen. Wir haben echt Pech mit dem Generator, ne? Nur Kacke hier. Aber echt nur Kacke. Wo die lang gehen, die Straßen? Pff. Nee, nee, nee. Alter. Wisst ihr, was wir mal machen müssen? So eine komplette Stadt hier unten drunter bauen. Aber da muss man natürlich ein paar Leute haben, mit denen man sich abspricht. Wenn man jetzt sagt, wir machen unten auf jeder Seite da hinten und hier auf der Seite jeweils einen großen Eingang für Fahrzeuge, der bewacht werden muss mit automatischen Türmen und so weiter. Und dann kann sich jeder irgendwie so auf einer Etage, einer links, einer rechts, wie in so einem Mietshaus, kann sich jeder so seine Basis reinbauen. Seine Einliegerwohnung sozusagen. Dann haben wir hier den Edenautenhausberg oder so. Das wäre mal lustig. Das ist noch so ein Riesending, ne? Aber das ist dasselbe wie hier. Gucken wir mal. Ja, vielleicht irgendwann mal was. Lustig. So. Das hier. Bring. Out your dad, okay. Hallo. Ich lande hier jetzt einfach, ist mir egal. Du hast ein ungutes Gefühl, okay. Ja, weil ich auf Zombies gelandet bin. Oh, Geier. Überall Geier. Die Viecher mal weg. Kommen denn bitte Wölfe hier hoch? Wie? Mensch, Stumpi. Sag mal. Wie lang blute ich hier eigentlich? Wie lang? 10 Minuten oder was? So, welcher Geier lebt hier noch? Nichts, wo bist du? Komm her. Ach, der ist natürlich draußen, weißt du? Vogelvoliere hier. Wo? Kommt der denn hier? Ah, die kommen da hoch, okay. Hab schon gewundert, wo der herkommt. Mensch, Drohne, verpiss dich doch mal. Steht nur im Weg, um das zu finden. Kein Problem. Jede Regel. Der ist da unten drin irgendwo, ne? Der geht mir auf den Sack, der Vogel. Mann, 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 da kann man runter. Hier noch irgendwas? Ich lauf mal schnell. Ich habe keine Lust durchzubrechen. Gucken wir, was hier los ist. Gerd! Ah. Gastritis Gerd, das Zombie-Pferd, ne? Nice. Was wurde denn da gekocht? Lecker. Und hier? Nix. Ah, wer keinen Bock mehr hat, der konnte hier runterspringen, ne? Oder wie war das? Jo, da ist die Matsche unten. Interessant, guck mal da.
Aha, Tragschrauberteile, schon wieder ein Rad. Sehr gut. Gefällt mir. Der Geier macht immer noch Krach da hinten. Na ihr? Ich möchte nicht wissen, wie viele Zombies in dem Bunker hier sind. Das wird übel. Das wird übel. Da sind bestimmt ohne Ende Zombies drin. Wenn wir das leer machen wollen, guck dir das mal an. Nee, danke. Da sind wir 3 Folgen beschäftigt, so gefühlt. Da hinten ist endlich der Geier. Ruhe. Mann, 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 Mann. So. Der nächste. Wieso zum Teufel gibt es hier eine Tankstelle? So was meine ich, Gamer-Affe, ne? Das kannst du leer machen. Autos looten. Da höre ich einen Bär. Ja, nee, ist klar. Dein Ernst? Jetzt gibt es hier Bären. Im Haus. Oh, ich will doch hier hoch. Da ist auch noch Loot. La, 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 la. Lernen, 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 lernen. Dankeschön. Nochmal voll machen. Gucken, ob wir irgendwo wen rauslocken können. Nee, ganz schön verschwenderisch hier, ne? Ach ja, da, 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 da. Dr. Rush schreibt so für ein was? 5er 7 Days gekauft, für alle Fälle. Die richtige Entscheidung, Dr. Rush. Die richtige Entscheidung. Wie gesagt, tolles Spiel. Und diese Woche noch für 5 Euro. Ab nächste Woche kostet es 44,99. Also schlagt noch zu an alle, die mit dem Gedanken spielen. Ihr spart einen Haufen Geld. Ah, du hörst die halt alle unter dir, ne? Aber weißt du, was das Schöne ist? Wenn ich keinen Bock habe, dann gehe ich einfach. Er sitzt da drin. Da sitzt noch einer drin. Guck. Oder ist das Müll? Ah, ich glaube, es ist Müll. Wie die alle hier unter uns rumklopfen. Hallo! Da ist ein Poppenpilz. Weg mit dir. Jetzt noch mehr. Noch einer. Danke für die EP. Colonel Decker will unseren Hubschrauber klauen. Nicht mit mir. Oh, schon wieder ein Bauarbeiter hin. Ich geh kaputt. Ich geh kaputt. So, gib mal das zum Mampfen. Sehr gut. Der André schreibt, hallo lieber Ede, das war mal wieder eine Folge der besonderen Art. Das war sie. Jetzt weiß ich gar nicht. Gibt bestimmt Ärger, wenn wir jetzt Musik von Akt X hier einspielen. Mal gucken, was hier unten ist. Natürlich fies, wenn du hier hochkommst, ne, und dann da drin stehst. Bei 50 Geiern, ne? Na, Zoohandlung, das ist auch noch alles voll. Guck, da ist einer, da ist einer. Irgendwo da muss einer sein. Da ist ein Hund, da ist eine Schlange. Komm hoch, Schlangi. Oh Mann, habe ich da Lust drauf? Nee, lass mal. Geh weg, Schlange. So, wollt ihr kommen? Könnt gerne kommen. Jetzt hört es sich wieder an, als wären die über uns. Klar, wie kommt die jetzt hier hoch? Wenn ich fragen darf. Von wo kommen die jetzt? So, den hier. Aha. Hier. Oh, das sind Minen. Hier sind die hochgekommen, ne? Ja, die sind voll auf den Minen gelandet hier. Ist aber egal, wir haben 8:30. Ich hau jetzt ab. Schnauze voll. Komm, wir fahren nach Hause. Genug gesehen. Tschüss. Macht, was ihr wollt.
Wir haben mal geguckt. Also der Bunker hier, der ist definitiv zu groß, um den in einer Folge oder in zwei Folgen zu räumen. Vor allen Dingen musste ich da 300 Mal hin und her fahren und umfliegen, ja, weil kriegst du gar nicht alles eingesammelt. Jetzt stell dir mal vor, du wärst in so einem Gebäude mit deinem Standard 7 Days Inventar. Wie oft musst du da hin und her, damit du wirklich alles mitnimmst? Also, ich kann durchaus verstehen, warum Leute sich hier, keine Ahnung, 120 Slot Inventare machen und so. Dafür ist viel. Was ist da? Da ist einfach nur so ein kleines Loch. Wo geht's da hin? Was ist das? Seht ihr das da? Im Knast waren wir. Das ist wie ein Zeltlager oder so, ne? Ist da was? Keine Ahnung. Wir gehen nach Hause. Keine Lust mehr. Müssen unsere Laternen noch aufstellen. Die fehlen noch, damit der Gang dann Licht hat. Und dann können wir da noch die Glasscheiben vormachen. Und dann sind die Nischen schon mal komplett fertig. Vor allem sehen wir dann mal, wie viel Licht wir da drin haben. So, das ist ja auch nicht verkehrt. Na guck mal, das ist sogar noch bei uns zu Hause hier. Was ist das für ein Berg? Da geht's auch irgendwo hin. Da geht's rein oder runter. Müssen wir auch nochmal gucken. So, vielleicht können wir ja zum Abschluss, wenn die Serie zu einem Ende kommt, irgendwann einmal, können wir ja danach dann nochmal einen Edenauten-Mod-Stream machen und uns solche Gebäude da angucken, einfach in einem Stream. Das könnten wir machen. So, komm mal runter, du. Wir qualmen! Mayday, Mayday! Black Hawk down! Upp. Da guckst du, wa? Liegen bleiben. Sonst gibt's noch einen Pferdekuss. Zack! So. Den Eingang hier, den müssen wir auch nochmal anders machen. Sehr schön. Okay, was ist hier los? Gibt's wohl ein Problem beim Laden, wa? Unsichtbare Wand und so? Interessant. Kenne ich so auch noch nicht. Wollen wir mal gerade weg hier. So, man wird immer wieder überrascht von dem Spiel. Sehr interessant. Den kannst du mir mal geben, die Schämensuppe. So, und so, und so. Zack, zack, zack. Hier wieder die Dosen. Weg damit, die kann auch noch da rein. Bald voll hier. Händler kann das. Tragschrauberzubehör kann auch da rein. Braucht sowieso kein Mensch. Ich flieg keinen Tragschrauber, kann's knicken. Das stört mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. So, geben wir mal die 22 Laternen. Die können wir direkt nehmen, tauschen wir hier. So, die kommen jetzt immer schön hier rein. So. So. Dann wird das richtig, richtig hell. Hier brauchst du keine Angst mehr haben in dem Gang. So. Und so. Ich meine, 22 wären es gewesen. So. Und so. Ja, ja, keine Angst, wir sind hier unten. Was haben wir denn? 51. Wenn ich jetzt 49 nehme, plus 7, sind wir bei 56, wo die nächste Horde kommt. So, generell kein Problem. Immer schön der Schatten hier. Da sieht man, wie weit sie leuchten, ne? Das ist schon ein bisschen creepy, wenn ich jetzt mein Helmlicht ausmache, ist das immer dunkel. Hätten wir eigentlich immer einen näher nehmen sollen, aber jetzt ist es so. Hat ja auch ein schönes Muster, wie man sieht. Müssen wir nur unser Licht anmachen. Was soll's.
Jetzt können wir hier nochmal hingehen und Glas vormachen. Ne? War es Glas? Ich glaube hier Fenster ganz war es, ne? Das, oder? Gib mir mal den. Ja, das war's, aber nicht in der Mitte. Industriefenster, war's das? Ich will das nicht in der Mitte haben, ey. Industriefenster 02, ganz, 01, ganz. Habe ich hier immer meine Favoriten oder was da drin? Was ist das hier? Oder vor? Jo. So kann man das lassen, ne? Machen wir das doch. Jetzt noch überall davor. Dann haben wir das nämlich hinter uns. So. Und so. 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 Sehr schön. Zack. Ist denn wirklich da unten zu oder guckt man da durch? Ich glaube, da guckt man durch, ne? Macht aber nichts. Passt schon. Hier noch, da noch, dort noch. Danke. Jetzt habe ich Beton draus gemacht, ich Idiot. Na toll. Hat keiner gesehen. Außer die Leute, die immer gucken. Oh Mann, ey. Okay, von Holz direkt auf Beton. Also langsam, ne? Kommt mir ein bisschen verarscht vor. Irgendwie gerade Grafikfehler das Spiel? Kann das sein? So. Hier hin. Und hier hin. Tada! Das war noch nicht ganz fertig, aber mach mal zu. So, ist das hier wenigstens wieder weg? Das ist weg. Gott sei Dank. So. Dann haben wir noch den Kommentar vom Sascha, der schreibt: Hallo lieber Ed und alle Edenauten, war wieder mal eine schöne Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Danke für die tolle Mod, Sascha. Danke. So, wir wollten nach dem Fahrzeug gucken, ne? Genau, das wollten wir. Mach mal weg. Wo sind die denn nochmal? Hier irgendwo. 4x4 Truck, den kennen wir, der ist langweilig. Wir haben noch den Apokalyptik Nux, das Car. Welchen haben wir denn gemacht? Ich glaube, den Buggy haben wir gemacht, ne? Oder? Ne, den Battlebus hatten wir gemacht. Den hatten wir auf jeden Fall gemacht. Das ist der Battle Buggy. Battle Crane. Okay. Buggy. Apokalyptik Car. Was gibt es denn hier sonst noch? Das Race Car. Ripper. Apokalyptik Truck. Wäre vielleicht mal interessant. Sonst noch irgendwas hier drin? Hennessy Velociraptor Body. Was ist das denn? Okay, das sieht nice aus. Nux Skateboard, nee, danke. Also, Hennessy, schmeiß mich weg. Schoolbus, nein. Ice Cream Truck, okay. So. Oh, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. 4x4 Truck Fahrwerk. Das kriegen wir hin. 4x4 Truck-Fahrwerk, jawohl. So. Ice Cream Truck ist hier, sonst haben wir alles. Ne, wir brauchen 75 Schneebälle. Wieso brauche ich denn 75 Schneebälle dafür? Dein Ernst? Warum? Warum? Gut, dann müssen wir Schneebälle holen gehen, aber nicht jetzt. Hennessy, Hennessy, okay. Mechanische Räder, 4 Räder fertigen. Wir haben nur den Buddy nicht, ne? Pass auf, dann machen wir hier jetzt erst den Buddy. Wenn wir das können, wir haben mal wieder kein Klebeband. Ständig für jeden Pups brauchst du hier Klebeband, ey.
Willst du mich veräppeln? So, mach nochmal 57 Klebeband. Wir haben gleich keinen Stoff mehr hier. Ich geh kaputt. Wie krieg ich das denn wieder hin? Klebeband. Bupp, 58. Nein, ich will 57. So. Jetzt macht er 7. Mann, Mann, Mann. Jetzt macht er 51 draus. Der will mich echt verarschen, ne? Der will mich verarschen. So, pack da drauf, tu hier hin. Dann machen wir das so. Dann haben wir das 4x4 Truckfahrwerk, haben wir schon hier liegen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Da habe ich, habe was Besonderes damit vor. So, wer mich kennt, der weiß genau was, ja. Aber ich verrate noch nichts. Und wenn ihr es wisst, dann schreibt nur, ich weiß es in die Kommentare, ja. Bitte nicht spoilern. Das dauert eine Minute. Wir müssen gerade hier auf die blöden Klebebänder warten. Bin gespannt, was das für ein Ding hier ist, ey. Krass. Echt krass. Batterie, Räder und Motor müssen wir eh wieder alles rausholen. So, darf ich den jetzt bauen? Darf ich. Der ist gleich fertig. Hier müssen wir dann eine Batterie rausholen. Wir müssen 4 Räder rausholen. Was war das noch? Scheinwerfer. Motor hätte was, ne? Motor hätte was. Haben wir ja so wenige. So. Alles dabei. Das Zeug muss nur gebaut werden. Und das dauert ein bisschen. Deswegen lesen wir jetzt noch einen Kommentar vom Joachim. Der schreibt, hallo Edu und Edenauten. Klasse Folge wieder. Im UFO hätte ich mir mehr Zombies gerechnet. War aber trotzdem schön zu sehen. Wie es innen aufgebaut ist. Warum die Türe offen war, ist leicht zu erklären. Du hattest vor, sie zu schließen. Ist vorbei und schon wieder was anderes im Sinn. Aber so kennen wir dich ja. Ja, das ist mein Kryptonit, ne? Aufmerksamkeitsspanne einer Fliege. Oder eines Goldfisches, wie man so schön sagt. Wenn ich jetzt die Kamera anmachen würde, würde ich hier vorm Rechner sitzen. Ihr würdet in die Kamera gucken und mich so sehen dabei, wie ich wie ein Goldfisch mache. So. Mit dem Mund, ne? Das fehlt noch. So. Ist denn noch was da? Nein, wir haben alle Kommentare durch. Waren jetzt nicht so viele. Liegt aber auch daran, dass ich schon am Abend nach der Folge aufnehme und nicht erst am nächsten Tag. Also sorry an alle, die jetzt später geschrieben haben. So, ich guck dann mal und gebe euch noch ein Herzchen und so weiter. Oder wenn es was ganz, ganz Wichtiges ist, dann müsst ihr halt unter die nächste Folge nochmal schreiben. So, wir kriegen jetzt die Minute rum, indem wir noch was essen und anderen Blödsinn machen. Was können wir denn hier wieder kochen? Breaking Bad Hot Dogs können wir kochen. 13 Stück. Blaubeerkuchen kannst du kochen. Dose Chili. Will ich die kochen? Muss ich die kochen? Brauche ich die kochen? Nein. Kürbiskuchen. Gib mal her. Dankeschön. Schämsuppe können wir kochen. Tortilla Chips. Spaghetti können wir kochen. So, sonst noch irgendwas? Haben nichts mehr, ne? Oder haben wir kein Wasser mehr? Teig haben wir nicht mehr. Wir haben keine Maiskolben mehr. Was ist denn da los? Dosen haben wir ohne Ende, ne? Aber das andere Zeug nicht. Pilze und Co. Müssen wir auch noch anpflanzen. So einen richtig, richtig großen Garten. Brauchen wir auch noch. Jetzt bin ich die ganze Zeit am Kocken. Ich bin die ganze Zeit am Kocken, ne? Ich bin am Kocken. Ich weiß nicht, wie muss ich kochen, ne? Alter Falter. Ich sag mal nichts, ne? Es ist spät, Ede ist müde. So. 20 Nahrung? Nein, danke. Ich will was Vernünftiges zu essen hier. Was ist das denn? Wert mit einer Schämsuppe. Und danach den gegrillten Mais. Lecker. So. Ist das Ding jetzt fertig? Ja, ist es. Gib mal her. Bitteschön. Hennessy Velociraptor. Ich finde das immer wieder lustig, ne? Die Karosserie dauert 5 Minuten. Das Auto selber 20 Sekunden. Es ist so gut. Es ist so gut. Und hier können wir direkt die Benzinkanisterstapel machen. Zack, zack. 5 Stück. Dankeschön. Siehst du mal, genauso viel hatten wir nämlich auch schon. Ups. Gib mal raus. Können wir die aufmachen? Jo. Kann dann wieder hier hin. Nee, da soll es nicht hin. Waffen und Munition. Hier muss hin. So, bitteschön. 14.000.
Wie sieht's hier aus mit Eisenrohren? Wie viele können wir machen? 35. Der vermaledeite Lehm, ne? Ich muss unbedingt Lehm holen gehen. Unbedingt. So. Wie sieht's mit Benzin aus bei uns? Schlecht. Habe ich bestimmt wieder alles weggeräumt. Naja, was sonst? Was sonst? So, Werkbank. Kann hier rein. Wir haben keinen Kleber mehr. Vor allem haben wir keinen Stoff mehr. Wir müssen Stoff haben. Jep, Stoff. Du Moff. So, das können wir auch wieder reparieren. Gehen wir mal hoch und jetzt gucken wir uns mal den Hennessy an hier. Nee, nee, nee. Dass es sowas überhaupt in der Apokalypse gibt, das ist schon krass. Das ist schon krass. Was ist denn hier überhaupt, ja? Wer spielt den hier wieder am Hubschrauber rum, dass der immer noch sich dreht? Das sieht... Dankeschön. So. Warten wir bis 4 Uhr, bis hell ist, oder soll man direkt aufstellen? Ach, das waren wir, ne? Ich wollte gerade gucken, hier auch wieder. Alles zu, der Boden. Ich sage, irgendwas stimmt nicht. Müsste auch mal gucken und eventuell Grafikkartentreiber updaten. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ach, der gute Castingbus hier. Der gute Castingbus. So. Ja, nee, ist klar. Eine Doppelachse hinten. NSC Velociraptor. Lass mich raten. Dieses Ding gibt's garantiert auch in echt. Und dreimal darfst du raten, wo. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wetten wir? Ja, genau. Quadratisch praktisch gut. Alter, ist der schnell. Oh, brauchst nur antippen. Aber ich sag ja, also entweder hat das Fahrzeug oder mein Spiel gerade ein paar Grafikprobleme. Ich tippe mal eher auf mein Spiel. Weil ich ja auch schon Probleme habe mit, unten hatten wir ja auch schon Probleme, ne? Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir gucken jetzt mal, wer da oben wieder respawned ist. Das machen wir. So, ich brauche euch wieder hier. Was ist das hier? Betonwürfel? Nee, lass mal. Ich hätte gerne wieder den normalen hier. Jo. So, und dann können die hier auch wieder drauf, ne? Gebäudewürfel. Bitteschön. Jawohl. Oh, bei dem Truck wird selbst ein Colt für alle Fälle neu, neidisch hier. Da ist das ein Monstrum. Ist das ein Monstrum? Uiuiuiui. So, ist hier wieder mehr? Ne, hier ist noch unser Gebietsschutzblock. Mhm, zum Benutzen. Aktiv, okay. Ach toll. 7000? Ich mach den jetzt mal weg. Ich möchte, dass hier wieder was spawnt. Weil sonst wird's langweilig. Das ist ja doof. Das ist doof. Aber okay. Schade. Vorher dran denken, ja? Weg ist er. Sind hier sonst noch was drin? Ach so, die spawnen nach. Okay. Die spawnen nach. Aber der Rest nicht, oder was? Was ist das denn? Steinförderkammer Qualität 5. Nee, danke. Ist da oben wer? Eventuell hier hoch. Oh, schade. Schade. So. Dann. Alter Falter. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, weiß Bescheid, ne? Ich hab doch nichts gemacht, ich bin nur eingestiegen. Ja. Da mal das Ding.
weg. Ich auch. Ich habe auch ein sehr ungutes Gefühl. Da ist ein Hühnchen auf der Straße. Das könnte gefährlich werden. So. Ups. Tut mir leid. Aber hey, Fleisch. Immer diese Wildunfälle hier, ne? Immer diese Wildunfälle. Alter, ist das ein Monstrum. Ich sag ja, da wird selbst ein Colt für alle Fälle neidisch. Bei diesem Gefährt. Krass. Okay. Guck, da läuft der Metzger. Gucken, wenn ich Gas gebe. Fahr ich einfach drüber. Weil der Rasenmäher hier, ey. Der fährt einfach da durch, ey. Oder auch nicht. Oh, bupp. Krass. Der ist echt krass. Gefällt mir. Ein Mordsgefährt. Natürlich, Ford. Hm. Er fuhr fort und kam nie wieder. So. Auch. Krasses Gefährt, muss ich sagen. Das nächste in unserer Sammlung. Hier gibt es so viele Fahrzeuge. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.